Die Zielsetzung der Europäischen Kommission ist, die Verwendung von Blei zu verbieten. Viele der Argumente, die vorgetragen wurden, sind einfach nicht gerechtfertigt. Auch ein Sportschütze mit modernen Nitrowaffen ist davon sehr wohl betroffen, denn ein 9-Barer-Geschoss besteht zu überwiegendem Anteil aus Blei, auch wenn es mit Kunststoff ummantelt ist oder wenn es mit Kupfer ummantelt ist. Also ich würde mich gerne mal vorstellen. Mein Name ist Peter Kanzler. Ich bin Biochemiker von Beruf und seit 20 Jahren Sportschütze. Habe mich vor etwa 15 Jahren auf das Vorderladerschießen konzentriert und bin seit 2013 Mitglied des österreichischen Nationalteams. Schieße auf internationalem Niveau, das heißt selbst auf Weltmeisterschaften und Europameisterschaften vertrete ich ebenfalls Österreich. Ich würde heute gerne über das Bleiverbot für Jäger, Outdoor-Sportschützen und Angler sprechen. Dieses Bleiverbot wurde initiiert von der Europäischen Kommission, wurde im Jahr 2019 angedacht. Die Begründung der Europäischen Kommission, dieses Bleiverbot auszusprechen, ist einerseits, Blei stellt eine Gefahr für die Umwelt dar. Es gibt eine primäre Vergiftungsgefahr für 135 Millionen Vögel, die durch die Bleibelastung von Jagd- und Sportschützen jährlich sterben sollen. Weiters ist Blei giftig für den Menschen. Es gibt eine Schätzung diesbezüglich, dass jährlich 1 Million Kinder damit in Kontakt kommen, neurologische Schäden erfahren und dadurch ein IQ-Verlust der Kinder und Jugendlichen eintritt. Der Präsident der MLAEC, das ist die Internationale Vorderladerschützenkommission, hat 8 Arbeitsgruppen gegründet im Zuge eines Komitees mit folgenden Schwerpunkten. Einerseits die Biochemie des Bleis und dessen Einfluss auf die Umwelt. Ein weiterer Punkt war Konzeption von Outdoor-Schießständen, um nachzuweisen bzw. zu dokumentieren, wie stark die Bleibelastung auf die Umgebung durch einen Outdoor-Schießplatz tatsächlich sich darstellt. Der dritte Punkt wären technische Aspekte. Das heißt, diese Arbeitsgruppe hat Waffenmaterialien und Munition untersucht bzw. auch Ersatzmaterialien für Blei herangezogen und Einfluss auf Waffen, auf die Sicherheit, auf die Präzision und auf die Umweltaspekte dokumentiert. Und die vierte Arbeitsgruppe, die beschäftigt sich mit der Toxizität von Blei und das war auch mein Feld der Betätigung, um nachzuweisen, ob wir Sportschützen uns tatsächlich mit dem Blei tagtäglich so vergiften, dass man uns das Blei aus der Hand nehmen soll. Wir haben uns heute getroffen, weil ich die Möglichkeit habe, oder ihr habt mir die Möglichkeit gegeben, die Ergebnisse der Bleibelastungsstudie zu präsentieren. Diese Ergebnisse wurden schon an die ECHA, an Brüssel gesandt, um die Behauptungen zu widerlegen, dass Sportschützen bzw. Jäger sich mit Blei vergiften und Jäger sogar ihre eigenen Familienmitglieder da vergiften. Wir haben insgesamt 106 Datenpunkte bekommen. Das heißt, Sportschützen haben ja sowohl ihre sportlichen Betätigungen als auch private Daten wie Alter, Geschlecht mitgeteilt. Und haben mir auch die Werte der Bleibelastungen in Mikrogramm pro Deziliter oder Mikrogramm pro Liter angegeben. Die habe ich dann harmonisiert auf die gleiche Konzentration. Und bei der Durchsicht der Daten hat sich dann ergeben, dass wir eigentlich keine reinen Outdoor-Schützen haben und keine reinen Jäger haben, sondern es hat immer auch einen gewissen Anteil von Indoor-Schützen und mit Schützen, die Blei gießen oder wiederladen, ja oder nein. Als Konsequenz daraus musste ich eine Clusterbildung erstellen. Das heißt, ich habe 12 Gruppen erstellt, die unterschiedliche Zusammenstellungen haben. Und das war nötig, um zeigen zu können, ob es von einer Betätigung einen signifikanten Einfluss des Bleieintrags ins Blut gibt oder nicht. In der Durchsicht der zusätzlichen Informationen hatte ich bei insgesamt 6 Schützen einen externen zusätzlichen Eintrag von Blei, den wir annehmen müssen, der nicht entweder durch die Jagd oder durch das Sportschießen erfolgt. Da hatten wir 4 Schützen, die eine berufliche Exposition hatten. Das heißt, die haben entweder in Blei-ver- oder bearbeiteten Betrieben gearbeitet.
Und diese vier Datenpunkte habe ich im Vorfeld aus der Studienauswertung eliminiert, unabhängig davon, ob jetzt die Bleibelastungswerte eine gewisse Grenze überschritten haben oder nicht. Wir hatten dann aber auch noch zwei weitere Sportschützen, die unverhältnismäßig hohe Bleieinträge hatten, und nach Nachfrage hat sich dann gezeigt, dass die im privaten Umfeld, das heißt in deren Haus, eine noch alte Bleiwasserrohrleitung besitzen. Und da gibt es genügend Literatur, die besagt, dass diese Bleiwasserrohre einen sehr starken Bleieintrag in das Blut bewirken. Daher haben wir uns dann entschlossen, diese beiden Schützen bzw. deren Daten auch aus der Studie herauszunehmen. Das bedeutet, aus den 106 Datenpunkten sind dann exakt 100 Datenpunkte geworden. Und die habe ich dann in einer Auswertung präsentiert, dass ich den Mittelwert der jeweiligen Gruppenbleibelastungswerte errechnet habe, mit der Standardabweichung und dem Minimal- und Maximalwert angegeben habe. Und habe jetzt noch ein weiteres Selektionskriterium eingefügt, alle die entsprechenden Cluster, die kein Bleigießen bzw. kein Wiederladen durchführen. Das heißt, damit haben wir eliminiert den Einfluss des Wiederladens und des Bleigießens und sehen, ob jetzt das Sportschießen oder die Jagd einen Einfluss auf die Bleibelastung hat. Und sehr interessant hat sich hier dargestellt, der Cluster Nummer 2, der beschreibt die Outdoor-Schützen, die der Jagd nachgehen und die eben kein Bleigießen. Die haben im Vergleich zu Outdoor-Schützen, die keine Jäger sind, eine deutlich geringere Belastung. Und diese Differenz ist tatsächlich signifikant und widerspricht im absoluten Maße der Behauptung der Europäischen Kommission, dass Jäger durch den Konsum von Wildfleisch sich selbst kontaminieren und vergiften. Das können wir hier absolut nicht darstellen. Auch wenn wir eben den Jägercluster im Vergleich zum Gesamtdurchschnitt der gesamten Nicht-Wiederlader und Nicht-Bleigießer ansehen, dann sehen wir, dass der Wert mit 38,9 also doch deutlich höher ist im Vergleich zu 9,8 im Durchschnitt bei den Jägern. Und wenn wir uns hier anschauen, reine Outdoor-Schützen, die keine Jäger darstellen und die Jäger sind, auch hier sehen wir schon einen deutlichen Unterschied. Das wäre die eine Tabelle. Die zweite Tabelle, die befasst sich jetzt dann, die darf ich jetzt wechseln, mit dem Einfluss des Wiederladens und des Bleigießens. Wir haben hier eine Gruppe der Outdoor-Schützen, die Bleigießen und keine Jäger darstellen, die relativ hohe Werte haben. Dieser Balken verzerrt aber die Realität etwas, denn es handelt sich hierbei nur um zwei Probanden, die ihre Daten eingeschickt haben. Das heißt, statistisch ist diese Aussage nicht signifikant, kann auch nicht gewertet werden, weil einfach die Probenahmemenge zu gering ist. Was wir aber sehen, ist ein ziemlich homogenes, gleichförmige Werte im Durchschnitt für die Gruppe der Wiederlader bzw. Bleigießenden, Sportschützen und Jäger. Ein weiterer Punkt, der sich deutlich zeigt, vor allem dann in den Gruppen, wo wir mehrere Probanden haben, wie hier in dem Cluster 10, da haben wir 100 Probanden bzw. 100 Sportschützen, die ihre Werte gegeben haben, dass wir einen breit gefächerten Bereich von Belastungswerten haben. Das zeigt auch die Diversität unseres Sportes an. Denn hier haben wir die Outdoor-Schützen und die Indoor-Schützen dabei. Und wir haben die Jäger und die Nichtjäger und wir haben die Personen, die Bleigießen angefügt. Und je nachdem, ob jetzt mehr Outdoor oder mehr Indoor geschossen wird, dann sehen wir auch eine geringfügige Erhöhung der Werte. Im Großen und Ganzen zeigt aber, dass über die gesamte Gruppe der Sportschützen und Jäger das Bleigießen keinen Einfluss auf die Kontamination bzw. die Bleibelastungen hat.
Das wäre jetzt soweit diese Ergebnisse. Wir haben noch weitere Informationen aus der Studie bekommen, da ich ja auch das Geschlecht der Sportschützen eingeholt habe. Wir hatten insgesamt 90% männliche Sportschützen und 10% weibliche. Und in der Verteilung zwischen Belastung Mann und Frau konnten wir keine Unterschiede sehen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Dann hatten wir eine Altersgruppenverteilung von Minimum 25 Jahren bis zu 87-jährige Sportschützen. Das bedeutet auch, dass wir hier eine sehr breit gefächerte und repräsentative Anzahl an Daten haben, die das Thema des Sportschießens schön beschreibt. Das heißt, wir haben nicht selektive Gruppen, wo man annehmen könnte, die haben jetzt geringeres oder höheres Belastungsrisiko. Ich möchte jetzt noch durch die abschließende Diskussion bzw. Zusammenfassung dieser Studienergebnisse präsentieren. Wir hatten interessanterweise einen Minimumbelastungswert von 0,1 Mikrogramm pro Liter. Das ist wirklich extrem wenig. Der Maximalwert, den wir gefunden haben, waren 148,2 Mikrogramm. Das war ein Sportschütze, der eine berufliche Exposition hat und daher aus dem Datenset herausgenommen wurde. Aber interessant ist, dass wir einen Gesamtdurchschnittswert aller 100 Datenpunkte von 38,9 Mikrogramm pro Liter im Blut bekommen haben. Und wenn wir das jetzt im Vergleich setzen zu der Durchschnittsbevölkerung, die weder Jäger noch Sportschütze ist, dann findet man in der Literatur eine sehr gute Diplomarbeit oder Doktorarbeit aus München, die 1987 durchgeführt wurde, in der über 4.500 Probanden getestet wurden, die erwiesenermaßen keine Sportschützen oder Jäger waren. Und deren durchschnittlicher Belastungswert waren 30,7 Mikrogramm pro Liter. Das heißt, wir haben hier absolut vergleichbare Werte. Es ist von keiner statistischen Signifikanz zu sprechen. Und auch hier in dieser Studie hat der Autor angegeben, einen Belastungsbereich von 4 bis 380 Mikrogramm pro Liter. Das heißt, die höchstbelasteten Personen, die keine Sportschützen sind, waren hier deutlich über den Werten, die wir in unserer Studie finden konnten. Das zeigt letztendlich, dass die Behauptungen der ECHA bzw. der Europäischen Kommission vollkommen haltlos sind. Wir hatten diese Daten und diese Studienergebnisse auch an die ECHA schon gesandt, zum rechtzeitigen Zeitpunkt mit Ende September. Wir hatten die Rückmeldung bekommen, dass die Daten wohlwollend aufgenommen worden sind. Weitere Konsequenzen bzw. weitere Schlussfolgerungen daraus wurde uns noch nicht mitgeteilt. Wir warten noch auf eine Rückmeldung. Die weitere Herangehensweise ist so, dass wir mit Ende dieses Jahres eine erneute Nachfrage an die ECHA stellen werden. Denn im Programm der ECHA ist Jahresende wiederum ein Meilenstein in der Diskussion mit der Europäischen Kommission, wo dann die definitiven Empfehlungen an die Kommission abgegeben werden. Wir erwarten, dass diese Behauptungen, die speziell jetzt im Bezug auf die Sportschützen und im Outdoor-Bereich und auch an die Jägerschaft damit vollkommen widerlegt sind, und erwarten, dass es zu keinerlei Repressalien, zumindest in diesem Punkt, geben wird.